Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von The Evil Within. Ich will da durch. Wir werden heute versuchen, den Fettsack umzuhauen. Mit der Kettensäge, den wir schon einmal begegnet sind. Zombie-technisch glaube ich, dass wir alle besiegt haben. Und man hört ihn. Ich wollte gerade sagen, man hört ihn da herum handieren. Ah, warte, eins wollte ich noch schauen. Und zwar, ob es hier Bärenfallen gibt. Von hier hinten darf ich wahrscheinlich nicht rein, ne? Na, geht da gar nicht, glaube ich. Na. Oh, was haben wir denn da? Warte, ich schau mal, ob hier eine Bärenfalle ist. Nix da. Ja, sehr gut, was Grünes. Super. Und was zum Zusammenschlagen. Noch ein grünes. Wow. Stimmt, ich habe vergessen, die ganzen Kisten zusammenzuschlagen, die es hier so gibt. Shame. Horuk, ich will da mal rein. Ich hoffe, da ist keine Bärenfalle. Na, ich bin gerade dabei, Kisten zu suchen, die zusammenzuschlagen. Da sind echt Sachen versteckt. Ich glaube, ich träume. Okay, ich muss nochmal eine Runde gehen. Das ist zu viel grünes Zeug, was ich hier übersehen habe. Das geht so nicht. Halt, ich schlag da irgendwo in die Wand rein. Nehmen. Achso, das war jetzt nur eine Flasche, ne? Ja. Alles zusammenhauen, da ist alles grün. Alles voll Grünzeug. Alter. Ich bin echt geschlampert. Da ist nix. Es ist wie gesagt eh nur mehr der Fette über. Jetzt können wir uns da mit der Ruhe einmal im Haus, also in den Häusern umschauen. Halt, nein, ich will schleichen, ich will spinnen. Normal dürfte hier niemand mehr sein. Werden wir sehen, wenn ich dann drauf gehe. Achso, Licht können wir eigentlich auch anlassen. Das ist auch wurscht. Da waren wir schon. Kann man das zusammenhauen? Nein, nur verstecken. Ist hier noch was drin? Also, dass man beim Fenster rausschauen kann? Nein, verstecken im Kasten. Okay, brauchen wir nicht. So, aufschlagen die Tür. Zack. Wir müssen uns hier umschauen. Kann man hier was hinhauen? Hinmachen? Kaputt machen? Na. Ich wollte das mal probieren. Da ist auch nichts. Da ein Fass vielleicht. Hoppala. Was habe ich jetzt gemacht? Ich hoffe nichts Blödes. Okay. Ich muss probieren, Sachen zusammenzuschlagen. Das wollte ich machen. Boah, ich hoffe, ich habe den jetzt nicht befreit. Unabsichtlich, das wäre ungut. Aber ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Okay. So. Kisten. Alle Kisten, Hände hoch. Da ist wieder eine Flasche. Die braucht man nicht. So, bin jetzt schon einmal rundherum, ich glaube, ne? So, zack, auftreten. Jetzt könnte ich eigentlich Sachen investieren. Bei so viel grünen Dingens, was wir da gefunden haben. Das ist noch zum Zusammenschlagen, genau. Da war, glaube ich, noch was. Tatsächlich, da ist echt grünes Zeug drin. Flasche brauche ich nicht. Grünzeug. So, da ist auch noch was zum Zusammenhauen, glaube ich. Oder? Na, das geht nicht zum Zusammenschlagen. Boah, da muss man echt... Wow. Also, da gibt es echt viel. Ich muss wieder ein bisschen schleichen, dass ich in der Bärenfalle steige. Ich bin nämlich so ein Kandidat, der extra das macht. Aha, die Axt. Nehmen wir gerne mit. Vielleicht kann man sie für diesen Trottel brauchen. Hier muss ich nochmal rein. So. Sachen kaputt schlagen vielleicht. Da ist nichts. Das kann man, glaube ich, nicht zusammenhauen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich alles brav gemacht habe oder nicht, ne? Okay, das schaut gut aus. Da haben wir, glaube ich, alles bei dem Haus. Dann kann ich wieder raus eigentlich. Weil unten weiß ich, da habe ich, glaube ich, da war ich nicht so geschlampert. Dab, 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 dab. So, eine schnelle Runde. Da ist dieses Haus und dann hätten wir dieses Haus hier noch, wo der Typi drinnen war.
Da hier hinten ist, glaube ich, nichts. Nein. Ja, ich muss alles kontrollieren. Es tut mir sehr leid. Da ist echt viel Grünzeug. Wir könnten theoretisch sogar nochmal skillen gehen. Das wird sich, glaube ich, sogar echt anbieten. So, schauen, ob hier Kisten sind. Okay, den Korb kann man nicht zusammenhauen. Wäre ja auch unlogisch, ne? So, nochmal schnell hoch. Entschuldigung fürs Aufhalten. Der Part ist wieder voll für die Fische. Ich weiß, aber... Na, jetzt komm. Voll fertig. Aber ich glaube, da war auch nichts mehr, ne? Da waren wirklich zwei Stück voll. Also da, Flasche. Okay. Na, dann ist da halt nichts mehr, ne? Eine alte Nähmaschine, die braucht man nicht. Untersuchen. Brauchen wir auch nicht. Das haben wir auch alles. Und da ist auch nichts mehr. Okay, passt. Dann wären wir fertig. So, bin ich hier umsonst hergelaufen. Also, nochmal zurück. Jetzt können wir skillen. Wir haben genug Zeugs. Jetzt können wir wirklich auch eine Waffe, die wir benutzen werden, verstärken vielleicht. Ich weiß nur nicht. Ich denke, ich werde die Pistole nehmen. Weil das doch die Waffe ist, die ich am meisten verwende. Zwar wird sie gegen den Gegner da nichts bringen, das ist mir schon bewusst, aber ja. Was soll's. So, servus. Jetzt wäre halt gut zu wissen, wenn man die Waffe generell skillt, ob dann. Ob es dann zum Nachladen automatisch sich wieder auffüllt. War das jetzt Deutsch? Ich glaube. Haben Sie etwas vergessen? Ja. Mein Hirn. Tap, tap, tap. Aha, wenn man durchs Portal geht, ist die Axt natürlich auch weg. Ist ja schön. Na gut, wir skillen nochmal schnell, wir speichern nochmal schnell und dann gehen wir den vierten an. Entschuldigt nochmal vielmals für die Zeit, die ich hier verplemper. Ich will es ja nur so gut wie möglich hinkriegen, das Ganze. Wir spielen schwer und da wäre es halt gut, wenn ich nicht ganz so schlimm verkacke. Also, ich bin hin und her gerissen zwischen Schrotflinte und Pistole, aber von der Pistole haben wir immer ein bisschen mehr Munition, also würde ich sagen... In Gottes Namen probiere ich das mal, ne? Ja, bitte. So. Wir haben jetzt noch 1000 übrig. Das heißt, wir könnten investieren in Genauigkeit. Verringert das Wackeln der Zielhilfe für eine bessere Zielgenauigkeit. Ja, würde sich auch anbieten. Was hätte man da noch? Reserve. Plus 5 könnten wir mehr. Kann zusätzlich mitgeführt werden. Da wird mich aber Schrotflinte, ja, das können wir gerade nicht. Da sind wir zu wenig. Da haben wir zu wenig. Weißt was? Lassen wir mal, oder? Die Bolzen gehen jetzt auch nicht, ne? Na, lassen wir das mal so. So, lassen wir es mal so. Wird schon gut, wird schon passen. So, ich werde aber... Jawohl, ich könnte speichern. Hallo? Ich nehme den da. Das ist wurscht. Ja, bitte. So. Wir müssen es ja eh lernen, denke ich mal, ne? Früher oder später. Das Spiel wird, denke ich, eh noch nicht so schnell vorbei sein. Also wird es hoffentlich keine Fehlinvestierung gewesen sein. Gut. Dann probieren wir uns. Dann probieren wir halt den Film, ne? So. So. Ich glaube, das Licht, das können wir uns getrost schenken. Dann nichts wie hoch hier. Das wird jetzt ein Spaß. Zack. So. Passt, die dürfen wir noch nehmen. Das ist sehr gut. Die Spritze, da hatten wir schon. Das passt auch. Hier drinnen war nichts mehr, ne? Na, da haben wir auch mitgenommen. Passt. Alles gut. Na, fein. Speichert haben wir. Ja, dann. Ne? Auf gutes Gelingen. So. Also. Den Hammer, glaube ich, getriggert mit einem Kopfschuss, wenn er mal Ruhe geben wird. Hat's hingehauen? Glaub nicht, oder? Nicht wirklich. Ich komme vor, den hatte ich getriggert. Ah, jetzt, ne?
Jawohl! So muss das ausschauen. Jetzt habe ich halt zwei Schuss verplempert, wie ich das halt kann, ne? Ich möchte gerne die Armbrust. Exklusivbolzen, genau. Explosivbolzen ist voll. Dann will ich noch schnell wechseln. Voll, voll, voll. Okay. Ich hoffe, ich bringe mich damit nicht selber um. Ich hoffe, ich bringe mich damit nicht selber um. Da. Da. Dann. Ich hoffe halt, dass es was gebracht hat. Ich gehe mal in Deckung, weil ich ja die Bolzen und so machen muss, ne? Muss eigentlich in diese Bolzen reinlatschen? Wahrscheinlich, ne? Damit es klappt. Ich gehe mal rauf hier. Ich habe auch keine Ahnung, ob der überhaupt Damage kriegt, ne? So. Ja, ich kann nur bei Learning by Doing machen, anders geht das nicht. Voll. So, der hätte eh gewechselt automatisch. Okay. Hergestellt. Gut. Gut. So. 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 Jetzt ist die Frage, ob der Speckknödel überhaupt herkommt. Ich glaube, der randaliert unten wieder, ne? Hallo, wo ist er denn? Ich hoffe nur, dass ich nicht in diese Explosivdinger reinhatsch. Das wäre ein bisschen ungut. So. Ist er gerade da drüben? Das hört sich alles ein bisschen komisch an. Ich kann nicht einmal sagen, ob er jetzt unter uns ist oder ober uns oder. Ich habe jetzt alles davor gemacht, ne, mit Sprengdingens. Der will jetzt ungern daher. Hallo? Trotteli! Wo ist er denn? Keine Ahnung, wo der gerade randaliert. Hallo? Oh, da ist er ja. Ich glaube, ich gehe mal kurz rauf. Oder runter. Das ist echt ein bisschen doof, oder? Ich glaube, jetzt hätte ich ihn umschießen können, oder? Hihi! Das ist halt die Frage, ob das überhaupt Damage bei dem macht, ne?
Die nächste Frage ist halt auch... Oh je, die Zocke stellt sich schon wieder an, ey. So, herstellen, herstellen. So. Trotteli. Wo bist du denn? Ah, da kommt er schon wieder. Ich glaube, das überlebe ich jetzt nicht mehr. Hui, das war knapp. Heureka! Ja. Na, wo ist er denn? Wo ist denn das Trottili? Ah, da geht er schwer runter. Der Bolzen da drüben hat sich auch nichts bringt, oder? Ich versuche halt mein Bestes, ne? Aber ich glaube mir, dass das so funktioniert. Muss da vielleicht... Keine Ahnung. Was könnte man denn noch versuchen? Diese Granaten hier, ne? Hoppala. Die könnten ja vielleicht auch noch was bringen. Habe ich die jetzt ausgerüstet? Ich hoffe. Jetzt. Oh je. Na, die habe ich umsonst geworfen. Ah, Granate, gut. Oh oh. Die eine Granate war jetzt umsonst. Entschuldigung. Ich glaube, ich habe zu viel Munition verplempert. Kettensäge! In der Zahnung. Was? In der Zahnung dieser alten, abgenutzten Kettensäge kleben die verschiedensten Überreste schön. Das kann man immer brauchen. Ja, und was Grünes. Ich habe es gehofft gehabt. Wow, 5000. Okay, der hat sich rendiert. Ich hoffe, die eine Granate, das ist jetzt blöd, ne? Die habe ich jetzt umsonst verballert. Und ich habe wahrscheinlich die ganzen Bolzen umsonst verballert, ne? Sollen wir den nochmal schön und sauber machen? Oder ist wurscht? Ich hoffe, das ist wurscht. Nice! Wir haben eine Kettensäge. Die dürfen wir echt benutzen? Nö, oder? Na, schaut nicht aus. Die ist wahrscheinlich einfach nur so. Fisch! Achso, ich wollte eine andere Waffe nutzen. Ich werde die hier nehmen. So. Lalilalala. Ich hoffe, ich kann diese Bolzen da nochmal aufsammeln. Das wäre ganz schön. Und toll. Yeah! Super, ich darf. Was haben wir hier? Wo kommt das jetzt her? War das schon immer da? Nö, oder? Da ist noch was. Darf ich das mitnehmen? Halt, dreh dich um. Nein, nicht so. So. Runterklettern. Schade, ich darf das nicht mitnehmen, ne? Dann habe ich ein bisschen blöd platziert. Wahrscheinlich deshalb. Dass er den jetzt nicht nehmen kann oder so, ne? Halt. Nehmen. Oh, wohl doch. Super. Spitze. Ah, sehr gut. So, habe ich noch irgendwo Munition liegen? Es wäre schade drum, ne? Da draußen vielleicht hat sich... Ja, du bist schwach, ich weiß. Hat sich da draußen vielleicht irgendwo was festgeglitscht? Zack. Glaub nicht, oder? Glaub nicht. Da haben wir alles aufgesammelt. Die Bomben sind eh explodiert, Dingens da, ne? Hochklettern brauchen wir jetzt nimmer.
Gut. Sehr, sehr schön. Jetzt könnte man theoretisch noch schnell was lernen gehen. Jetzt tut es mir um die eine Granate leid. Ich habe gedacht, der hätte da verdreckt noch was, oder der ist schon verreckt gewesen. Ich hoffe auch, dass die Bomben, diese Bolzen da nicht umsonst waren. So. Naja. So, würde ich sagen, gehen wir mal fröhlich speichern. So. Ich werde auch sicherheitshalber einen anderen Spielstand verwenden, also einen gleichen neuen, weil für den Fall der Fälle, dass ich Scheiße gebaut habe, können wir da nochmal resetten und Munition sparen probieren. No? So, was kann man lernen? Also, zack. Zack, gefesselt. So, wir könnten unser Leben wird etwas erhöhen. Oder unsere Waffe weiter basteln. Würde sie anbieten, oder? Nochmal 20 Damage mehr. Also 20% halt. Machen wir einfach. Dann kriegen wir die kleinen Biester schneller down. So, passt. Erledigt. Fein. Fein, fein. Dann speichern wir noch schnell und im nächsten Part werden wir dann... ich speichere es hier drauf. Im nächsten Part werden wir dann ganz schlicht und einfach das Dorf hier verlassen oder das Gebiet hier, besser gesagt, und dann schauen wir, was uns als nächstes erwartet. Ne? Nichts Gesundes wahrscheinlich. Na gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut und wir vipen, failen und morden, wenn ich so sagen darf, im nächsten Part weiter. Also dann, tschüssi.